Die Aufräumungsarbeiten sind im vollen Gang an der amerikanischen Golfküste nach dem Durchzug von Hurricane Sally. Der Sturm hat eine Schneise der Verwüstung geschlagen. Das größte Problem bei Hurricane Sally war der Regen. Durch das langsame Weiterziehen des Sturmes sind die Regenmengen praktisch explodiert. Es gab hier Rekordwerte, besonders an der Küste in Florida. Aufgrund des sinnflutartigen Regens stehen jetzt zahlreiche Ortschaften unter Wasser. Es laufen dort Hilfsaktionen und Rettungsaktionen. Die Behördenvertreter sind unterwegs mit Booten und mit Hubschraubern. Es drohen nun weitere Überschwemmungen, auch durch steigende Flusspegel in der Region. Sally ist unterdessen abgezogen, hat sich abgeschwächt in eine tropische Depression, in ein Tiefdruckgebiet. Der Sturm zieht jetzt weiter über Amerika zu den Carolinas und dann hinaus in den Atlantik. In der Krisenregion werden extreme Stromausfälle gemeldet. 500.000 Menschen sollen derzeit ohne Stromversorgung sein. Und besonders spektakulär, der Sturm hat sogar ein Segment einer 5 Kilometer langen Brücke einfach weggerissen. Diese Brücke ist jetzt natürlich gesperrt. Der Schaden durch Sally soll im Milliardenbereich liegen. Es ist eine weitere sehr teure Naturkatastrophe, die Amerika heimsucht. Und insgesamt ist es eine Rekordsaison, zumindest was die Zahl an Wirbelstürmen betrifft. Es ist jetzt nur mehr ein einziger Sturm offen mit einem normalen Namen, und zwar Wilfred. Alle anderen Namen des normalen Alphabets sind bereits verwendet. Jetzt nach Wilfred geht es dann weiter mit einem Backup-Plan sozusagen der Meteorologen. Hier wird das griechische Alphabet zur herangezogen, und der nächste Sturm nach Wilfred wird dann Alpha heißen, danach Beta und so weiter.